Endlich werden viele InDesign-User jubeln, die vermehrt mit Tabellen arbeiten. Ganz allgemein, ich gehe auf das Textwerkzeug. Wenn ich von links komme, kann ich eine Zeile markieren. Wenn ich von oben komme, eine Spalte. Und von links in der Ecke, so diagonal, kann ich die ganze Tabelle markieren. Gut, wenn ich jetzt eine Zeile markiert habe und nach innen fahre, also nach rechts, kommt ein neues Symbol. Sie sehen das, so wie ein Pfeil und unter so ein kleines Kästchen. Das heißt nichts anderes, endlich kann ich jetzt mit Drag and Drop solche Zeilen verschieben. Natürlich geht das auch mit Spalten. Spalte markieren, drauffahren und so die Spalte verschieben. Nichts Revolutionäres, das können andere Programme schon lange. Spielt keine Rolle, wir können es jetzt in InDesign auch und die, die es brauchen, sind sicher sehr froh, dass jetzt das viel einfacher geht.